herzlich willkommen wieder bei unserem Podcast und diejenigen, die uns noch nicht kennen. Wir sind Sandra neben mir. Hallo. Und ich bin Virpi. Wir sind beide Deutschdozentinnen und Prüferinnen und machen das wirklich leidenschaftlich. Ja, so leidenschaftlich, dass wir mittlerweile schon seit über 4 Jahren diesen Podcast für euch produzieren, sodass ihr einfach und nebenbei euer Deutsch verbessern könnt und auch euer Deutsch, ja, erweitern könnt und alles rund ums Thema Deutsch dazu erfahrt. Und das macht richtig Spaß, muss ich sagen. Ja, das ist schon echt cool. Also es ist irgendwie jedes Mal. Wir dachten ja am Anfang, ach Gott, ob uns da immer noch Themen einfallen? Nee, also die gehen nie aus. Wir haben auch schon so eine lange Liste, worüber wir überall noch sprechen wollen. Und dauernd verschieben wir Themen, weil uns wieder neue Themen einfallen. Genau. Also ja, das ist genau. Ja, ihr könnt euch auf ganz viele Themen freuen. Und das Thema, das wir heute haben, ist ja ein Wunsch quasi von euch, dass wir nochmal diese ABC-Struktur mit euch durchgehen. Genau. Das heißt, wir fangen an auf Niveau A, stellen uns vor bis hin zu C. Ja, und wie das geht, also vielleicht kennen das viele, aber es ist auch so, dass selbst wenn man auf dem Niveau B ist oder auf dem Niveau C, macht man doch gern oder macht man auch Fehler auf dem Niveau A. Auf jeden Fall. Ja. Und da musst du so ein bisschen gucken und dich auch hinterfragen, weil das natürlich bedeutet, wenn du sagst, ich habe das Sprachniveau C1 oder C2 vielleicht sogar, das bedeutet, auf A machst du aber gar keine Fehler mehr, bitteschön. Und auf B1 machst du auch keine Fehler mehr. Ja. Und das fällt vielen schwer. Mir fällt in meinen B2-Kursen zum Beispiel auch immer wieder auf, wie oft da wirklich noch elementare Fehler gemacht werden. Also wirklich in der Satzstruktur, Position des Verbes. Ja. Und das darf dann auch nicht mehr passieren. Mm. Muss ich streng sein? Mm. Ich bin nicht so oft streng, aber da schon. Da. Bevor wir aber starten, noch einmal der Hinweis. Wir haben ein super Angebot für dich, für unseren Premium-Kanal. Wenn du sagst, ich brauche Transkripte zum Lernen, ich brauche noch ein bisschen mehr Unterstützung, ich brauche ein Trainingsbuch und ich will noch mehr Grammatikübungen haben. Das alles gibt's gerade zu einem sensationellen Preis. Alle Infos in den Shownotes. Richtig. Und bitte notiert auch das Datum 6. September. Wir haben unser Livestream auf YouTube und zwar um 20.15 Uhr deutsche Zeit, also am 6. September 20.15 Uhr, dann könnt ihr erfahren, wie man durch die Prüfungen durchkommt, also emotional gesehen, und wir geben konkrete Tipps für euch. Also unsere Erfahrungen wollen wir euch mit euch auch teilen. Naja, und wenn du sagst, ach, Prüfung interessiert mich nicht, brauche ich nicht. Naja, ist nicht das ganze Leben eine Prüfung? Jetzt wird es zu deep. Nein, du kannst aber auch das, was wir dir dort dann im Livestream erzählen werden oder dir nahebringen werden, wirklich auch in anstrengenden, in stressigen Situationen verwenden. Sei es, dass du im Bewerbungsgespräch bist, dass du einen wichtigen Vortrag auf Deutsch halten musst und. Also auch für diese Situation bist du dann einfach gewappnet. Genau. Aber jetzt geht's los. Ja, es geht los. Und zwar, ich möchte mich gerne vorstellen, mein Name ist Virpi, ich bin in Finnland geboren und ich arbeite als Lehrerin. Seit wann arbeitest du als Lehrerin? Ich arbeite seit 11 Jahren als Lehrerin. Und warum arbeitest du als Lehrerin? Ich mag meine Schüler und Schülerinnen und ich unterrichte sehr gern. Was machst du in deiner Freizeit? Ich gehe gern spazieren, ich lese, ich mache auch gern Yoga und ich verbringe Zeit auch mit meiner Familie. Bist du denn verheiratet und hast du Kinder? Ich bin verheiratet und ich habe 3 Kinder. Und zwar, ich habe 2 Töchter und einen Sohn. Die älteste Tochter ist 22 Jahre alt und der Sohn 20 Jahre alt und die jüngste Tochter
ist 18. Das war das Niveau A1, A2. Das heißt, wenn wir hier einmal schauen, wir haben relativ einfache Sätze, aber wir haben schon Konnektoren wie weil zum Beispiel. Genau, das ist jetzt auf dem Niveau A1 oder auf dem Niveau A insgesamt. Ja. Aber auf dem Niveau B verlangen wir schon ein bisschen mehr. Ja, und was verlangen wir für das Niveau B? Ich kann ja einfach mal starten und dann können wir schon so reingehen. Genau. Mhm. Viele Sachen, bevor ich starte, sind natürlich dem Niveau A1, A2 ähnlich, weil wir darauf aufbauen. Mhm. Ne? B1, B2 heißt nicht, dass ich ganz anders spreche, sondern es kommt immer noch mal ein bisschen mehr dazu. Ja. Hallo, ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Sandra Duran. Ich bin mittlerweile 48 Jahre alt und ich arbeite als Lehrerin. Wenn ich nicht als Lehrerin arbeite, dann gehe ich gerne joggen oder ich mache auch Yoga in meiner Freizeit. Und wenn ich überlege, was ich in Zukunft machen möchte, ja, ich könnte mir vorstellen, dass ich weiter Deutsch unterrichte. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass ich vielleicht auch noch einmal etwas ganz anderes mache in meinem Leben. Aber ich weiß es noch gar nicht so genau. Oder es könnte auch so klingen. Hallo, ich bin Virpi und ich komme aus Finnland. Also bin ich sowohl in Deutschland als auch in Finnland beheimatet. Ich unterrichte Deutsch schon seit vielen Jahren und ich liebe Sprachen. Aber eins muss ich auch gestehen, ich kann weder Italienisch noch Dänisch. Aber eigentlich wäre mein Traum eines Tages auch diese beiden Sprachen zu sprechen. Wow, also was haben wir hier? Wir haben hier mehr Konnektoren. Wir haben zweiteilige Konnektoren, weder noch, sowohl als auch. Der Wortschatz wird ein bisschen größer, beheimatet, finde ich einfach ich bin zu Hause, ich bin dort beheimatet. Und so kannst du das natürlich alles ein bisschen weiter in die Länge strecken. Und auch das brauchen wir auf dem B-Niveau, den Konjunktiv 2. Ich könnte mir vorstellen oder ich würde gern. Das wird schon gerne gehört in Prüfungen auch, ne? Ja, so ist es. Definitiv. Wir kommen zum nächsten Niveau mal, C1, C2. Und da gibt es jetzt was ganz Interessantes zu betrachten, nämlich C1, C2 steht auch für eine gewisse Authentizität. Und das bedeutet dann nicht unbedingt, dass meine Sprache noch komplexer wird, sondern es kann auch manchmal bedeuten, dass sie noch einfacher und noch kürzer wird, aber der Situation angemessen. Mhm. Und vielleicht können wir ja mal versuchen, dass wir einmal uns vorstellen, ja, im beruflichen Kontext. Und vielleicht können wir im zweiten Teil mal so einen Dialog machen, so als ob wir uns auf einer Party kennenlernen. Das ist doch gut. Wo wir so ein bisschen authentischer sind. Aber fangen wir im beruflichen Kontext an. Soll ich mal loslegen? Okay, also, ja. Mein Name ist, bleibt einfach gleich. Also, mein Name ist Sandra Duran. Ich arbeite seit mittlerweile 8 Jahren als Dozentin für Deutsch als Zweitsprache. Aufgrund meiner hohen Affinität zur deutschen Sprache habe ich mich damals entschieden, Germanistik zu studieren, beziehungsweise neuere deutsche Literatur- und Medienwissenschaften. Und zunächst kam für mich gar nicht in Frage zu unterrichten, sondern ich wollte eigentlich eher als Journalistin arbeiten. Und ja, aufgrund meiner Selbstständigkeit und eben auch aller damit verbundenen Schwierigkeiten musste ich mich auch immer mal wieder anders orientieren, was ja mein berufliches Umfeld anging. Und dann ergab sich tatsächlich vor 8 Jahren die Möglichkeit, dass ich Deutsch unterrichten konnte. Und das war wirklich wie ein Initialschuss für mich, weil ich die Liebe zur deutschen Sprache weiterleben konnte, aber auch meine Liebe, Dinge zu vereinfachen, etwas zu erklären, das konnte ich damit verbinden. Ja, so viel
zu meinem Hintergrund. Genau, das merkt ihr, wie formell diese Sprache ja, in solchen Situationen ist und auch sein sollte. Bitte benutzt auch gerade in einem beruflichen Kontext, also Zusammenhang, nicht die Umgangssprache, die wir jetzt als nächstes auch euch zeigen werden, sondern bleibt lieber formell. Das gibt auch einen guten Eindruck. Ja, und vor allem achte so ein bisschen auf die Präpositionen, die du verwendest, den Satzbau und tatsächlich auch den Wortschatz, also sowas wie die hohe Affinität zu. Da sind wir auf jeden Fall auf dem C-Niveau. Und nun ist es passiert. Jetzt ist es mal passiert. Oh nein. Ihr seht, also für alle, die uns bei YouTube zusehen, die Szenerie hat sich geändert. Genau, absolut. Also es sieht ganz anders aus jetzt. Wir tragen andere Kleidung. Warum? Mhm. Es ist das passiert, wovor wir, also was uns selten passiert, muss man auch ehrlich sagen. Eigentlich ist es, ich glaube, zum ersten Mal. Form zum ersten Mal. Ja. Ich weiß, dass wir, also jetzt, worüber reden die beiden? Ich sagte, wir wollten uns vorstellen. Also, wir haben diese Folge aufgenommen und ihr habt es vielleicht eben schon gehört, wir hatten so eine kleine Unterbrechung und das hat die Aufnahme gestoppt, was wir nicht gemerkt haben. Ja, und wir haben einfach weitergeredet. Ja, das können wir ja auch ganz gut. Ohne zu merken, dass es läuft. Uns ist es mal, ich glaube, einmal passiert, dass wir auch eine Folge aufgenommen haben, die aber halt nicht aufgenommen wurde. Ja, also wo wir es dann aber direkt danach gemerkt haben. Ja, genau. Dass die Aufnahmen. Also ich finde dafür, dass wir beide Laien sind, also das nicht professionell machen, ist erstaunlich wenig passiert. In der Tat. Oder? Ja. Also, ich finde das gar nicht so schlecht. Ja, wir klopfen auf Holz oder auf Plastik hier. Genau, genau. Aber wir können auf jeden Fall jetzt mit dem nächsten Teil weitermachen. Genau, also der letzte Teil. Ja, Teil C. Also genau, C1, C2 Niveau. Genau. Und aber jetzt nehmen wir mal das umgangssprachliche Niveau. Ja. Wir hatten ja zu Beginn der Podcast-Folge gesagt oder auch während der Podcast-Folge, ein hohes Sprachniveau zeichnet sich nicht dadurch aus, dass du immer größere und tollere und komplexere Sätze machst, sondern deine Sprache muss auch zur Situation passen. So ist das, genau. Wie zum Beispiel jetzt. Also die Situation, wir sind auf einer Party eines gemeinsamen Freundes, wir kennen uns aber nicht. Und wir kommen jetzt einfach mal ins Gespräch. Mhm. Soll ich starten oder? Ich starte mal. Wir schauen mal, wo es hinführt. Ja, genau. Ach, hi. Also dich kenne ich noch gar nicht. Woher kennst du denn Peter? Ach, Peter kenne ich schon lange. Also mit dem war ich schon in der Schule zusammen. Ja. Und dann sind die Wege irgendwie auseinandergegangen. Aber wir haben uns wieder hier in der Stadt getroffen. Ach, das ist ja spannend. Ach, übrigens, mein Name ist Sandra. Ach, ich bin Wirbi. Ach, klasse, das freut mich. Also stimmt, jetzt fällt mir ein, Peter hatte mal von einer Wirbi erzählt mit dir. Das ist ja toll. Ja. Und Wirbi, was machst du so hier? Du, eigentlich lebe ich in Lübeck, aber jetzt bin ich einfach zu Besuch. Peter hat mich eingeladen. Ja. Dann habe ich gedacht, nee, ich muss unbedingt vorbeischauen und ich freue mich einfach auf diese Freundschaft. Also wir haben uns super verstanden. Ach, wie schön. Und jetzt plötzlich, weißt du, siehst du den auf der Straße und dann kann ich einfach nicht Nein sagen. Also das sind so Zufälle dann auch im Leben. Ich weiß, dass Peter ja Mathematik studiert hat. Bist du auch in diese Richtung gegangen? Nee, oder gar was nicht. Machst du? Ich habe mit den Sprachen zu tun. Ach, was machst du genau? Ja, ich unterrichte Deutsch als Zweisprache. Ach, das ist ja witzig. Ich studiere auch Deutsch als Zweisprache. Ehrlich? Wirklich? Und wo? Erzähl mal. Also ich arbeite in Integrationskursen in der Erwachsenenbildung und da unterrichte ich Deutsch als Zweitsprache, vor allem an der Volkshochschule. Oh. Genau, also ich hatte eigentlich nicht, also ich hatte zwar Deutsch studiert, aber ich habe eine Zeit lang als Journalistin gearbeitet und dann wurden ja 2015 auf einmal viele Lehrkräfte gesucht. Witzig. Und dann bin ich einmal so umgeswitcht und habe einige Zusatzqualifizierungen gemacht. Cool. Prüfst du auch, oder? Ich prüfe auch ab und an. Ach, ich auch. Ja, ja. Aber jetzt weniger. Wir hätten uns ja mal sehen müssen eigentlich, weil ich auch in Lübeck unterwegs bin. Ah. Ja. Ja, aber ich dich habe noch nie gesehen irgendwie. Ja, komisch. Na, so klein ist Lübeck auch wieder nicht. Eben, genau. Und wo unterrichtest du? Ich bin an einer Berufsschule. Ah, okay. Ja, genau. Und hast du auch Deutsch studiert, oder? Nee, habe ich gar nicht. Ich bin Quereinsteigerin sozusagen. Ach, super. Also ich habe ganz was anderes gemacht. Und dann eben, wie du gesagt hast, also 2016 um etwa,
Als diese Welle gab, bin ich auch eingestiegen. Ich habe früher Finnisch unterrichtet und dann ging es bei mir auch los. Also wir müssen unbedingt uns da mal austauschen. Lass uns mal in Kontakt bleiben. Ich würde mich echt gerne mal mit dir auch so zum Unterrichten unterhalten. Ja, vielleicht können wir uns irgendwie zum Käffchen verabreden. Ach, das wäre super. Ja. Also Wirbi hat mich richtig gefreut, dich kennenzulernen. Ja, mich auch. Super. Schön. Ja. Viel Spaß heute Abend noch. Ja, dir auch noch. Danke. Ja, so sieht das, also so eine authentische, ein authentisches Gespräch aus, oder wenn wir uns umgangssprachlich und ganz ungezwungen ausdrücken. Genau, und ich habe mich richtig nochmal gefreut, dich gerade kennenzulernen. Ja, ich mich auch. Das war richtig schön. Ja, genau. Ja, also und du merkst, wir haben hier kurze Sätze, wir haben Anglizismen, man kann auch mal M, Ä, Ö sagen. Also das heißt, dieses authentische Sprachniveau, das bedient eben alle Felder. Einen hohen Wortschatz natürlich, weil du das abrufen musst, aber nicht jedes Wort muss so ein krasses C-Wort in Anführungsstrichen Nein, sein. Überhaupt nicht. Also auf dem Niveau sprichst du ja ganz so also entspannt. Genau. Es sei denn, also gerade wenn du irgendwie dich wirklich formell ausdrücken solltest. Genau. Aber wenn du dich mit den Freunden triffst oder Bekannten, dann sind die Gespräche ganz locker und entspannt. Ja, ich finde, das Schöne ist, oder was man hier so oft sieht, ist gerade, wenn Menschen, die die Sprache sehr gut gelernt haben, dann auch wirklich auf dem Niveau C1 oder vielleicht sogar C2 und die haben richtig geübt und haben die ganzen Nomen-Verb-Verbindungen und die tollste Grammatik und die sprechen lupenreine, tolle Sätze. Ja. Und die Deutschen oder Muttersprachler geben sich gar keine Mühe, ne? So ist es. So ist es. Das kennt ihr wahrscheinlich auch schon. Kommt dann nur so ein abgehackter, halber Satz. Irgendwie, da machen die Weilsätze mit dem Hauptsatz und dann denkt man wahrscheinlich als Lernender. Ja, man hört genau hin und dann merkt man, das stimmt irgendwie nicht. Aber so ist das. So ist das. Mhm. Ja, also wir haben jetzt verschiedene Dialoge präsentiert und deine Aufgabe ist es natürlich, wieder zu schauen, auf welchem Niveau stufst du dich ein. Mhm. Ein großer Unterschied ist immer zwischen Verstehen und selber sprechen. Mhm. Also ja, die meisten werden auch das letzte Gespräch oder das vorletzte Gespräch gut verstanden haben. Das vermute ich nämlich auch. Das war schon sehr schnell und wir haben wirklich umgangssprachlich gesprochen. Also daher wird es sicherlich auch relativ schwierig gewesen sein. Genau, und die Sache ist dann aber, auch wirklich selbst so zu sprechen. Mhm. Und da haben wir einen Tipp für euch. Und wenn ihr das nochmal richtig intensiv mit uns üben wollt, dann können wir schon mal auf die Premium-Folge hinweisen. Ja. Nimm dir einen Satz, den du lernen möchtest, und den wiederholst du immer und immer wieder. Und versuch auch wirklich, diese Melodie mitzusprechen. Mhm. Und da haben wir ein tolles Beispiel in der nächsten Woche in der Premium-Folge. Ja. Auf jeden Fall. Das wird schon mal gut. Ansonsten, was bleibt uns zu sagen? Folgt uns. Folgt uns. Und dann natürlich könnt ihr uns Sterne geben, 5 Sterne am liebsten. Und also gute Bewertung, das ist unser Lohn. Erzählt auch weiter, dass es uns gibt. Das wäre schön. Genau. Und was habe ich noch vergessen? Noch vergessen hast du bestimmt nichts, aber ich wiederhole nochmal, dass wir auch zu dieser Folge ein Trainingsbuch erstellt haben, wo du dir nochmal in Ruhe alle Dialoge ansehen kannst, noch weitere Redemittel erhältst und auch nochmal den Wortschatz spezifisch für jedes Niveau bekommst. Wenn du uns im Premium-Kanal ab 5 Euro unterstützt, erhältst du auch für alle Folgen ein Transkript, also zumindest für alle Folgen, sage ich mal, jüngeren Datums. Und schau dir das einfach mal an. Wir haben ein super Angebot jetzt gerade noch für Juli und August. Genau. Jetzt lohnt es sich einzusteigen und richtig durchzustarten. Du bekommst diese Trainingsbücher und interaktive Übungen, Transkripte und unsere Unterstützung. So sieht es nämlich aus. Also bis ganz bald und in 2 Wochen haben wir auch noch ein tolles Thema wieder im Freefeed. Da gehen wir nämlich mit euch an den Strand. Wortschatzmäßig natürlich. Ja, genau. Bis bald. Bis dann. Ja,
Oder wir müssen wirklich mal an den Strand. Aber da ist es so windig und laut. Ich glaube, da kann man nicht so gut eine Podcast-Folge aufnehmen. Ja. Müssen wir gucken. Mal schauen. Ja. Bauen wir eine Sandburg. Wir bauen eine Sandburg und nehmen, wir haben doch diese Puschel. Diese Puschel-Mikros, ne? Müssen wir mal ausprobieren. Ja, wir gucken mal, wie die Zeit es zulässt und dann jo. Jo.